Was geht? Fahrt wieder am Start. Willkommen zum nächsten Unboxing-Video. Arriba, Freunde. Heute habe ich das Album von unserer Schwester Eva. Aaliyah, Limited Deluxe Edition. Hier ist das Prachtexemplar. Ja, ja. Wow. Dickes Ding. Freunde, guck mal. Da hat man es mit so einem Karton geliefert, ne? Weil das Karton irgendwie zu groß war. Oder die Box. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man einen extra Karton. Hier steht an der Seite Schwester Eva, Aaliyah. Ne? Albumtitel wurde an die Tochter angelehnt. Sehr schöner Albumtitel. Und ja, auf jeden Fall, das ist das dicke Ding. Lass nicht so viel schnacken. Wir packen das mal aus. So, natürlich verfehlt. Genau, der Butterfly für Arme. Er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, ich packe das jetzt aus und wir gucken mal, was die Boxinhalte sind. Natürlich weiß ich, dass da ein Bademantel drin ist. Und ja, wir wollen die Qualität mal testen. So, ansonsten, Freunde, ja, ihr wisst, Schwester Eva, wo ist sie? Genau, leider im Knast. Ne? Free Schwester Eva, schreibt das in die Kommentare, unterstützt mich, Daumen hoch, ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen das schöne Unboxing heute Schwester Eva widmen. Hast du die Box gekauft? Ne? Schreib mal in die Kommentare. Wenn nicht, hast du es bereut? Hm? Na, wer weiß. Man guckt sich das jetzt an. Guck mal, ich zeige euch alles einzeln wie eine Präsentation. Und dann gucken wir mal, wie der Hase läuft. Hier ist direkt der Bademantel. Und jetzt weiß ich, warum da so eine extra Box reingepackt wurde. Okay, interessant. Guck mal, da. Ah. Ansonsten, im Karton ist nichts mehr drin. Das kannst du wegtun. Lege ich mal zur Seite. Und ja, hier ist der Bademantel und das Album. Also in der Karton war das Album extra, weil das ja nicht hier reinpasst, hat man das deswegen ein extra Kartonchen reingepackt. Auf jeden Fall coole Sache. So, wenn ihr wollt, fangen wir mit dem Bademantel an. Boah, das ist wirklich ein dickes Ding. Wo soll ich anfangen? Wird mir jetzt nicht passen, aber ist ja auch, glaube ich, für weibliche Damen, ne? Diese wunderschöne Bademantel gewidmet, könnte man sagen, ne? Aber ich zeige euch mal die Qualität. Okay, okay, so ist das also. Also vom Außen zum ersten Mal, wenn du... Ist ein bisschen fusselig. Sieht das so aus, ne? Auf jeden Fall riecht nicht nach so chemischem Zeug, weißt du, so... Na, geht, nicht so viel, ne? Auf jeden Fall, ansonsten fühlt sich super weich an, ne? 100% Baumwolle, made aus Türkei. Also es kommt aus Türkei. Und ist eine eigene Marke. Ich weiß nicht, wie die Marke hieß. Die jetzt so eine eigene Marke. Ich kann es hier nochmal in die Kommentare schreiben, wie das hieß. Ja, zum ersten Mal, wenn man es aufklappt, sieht das so aus. Ne? Ihr habt ja schon diese Badematte bei Schwester Eva gesehen, wo sie es getragen hat. Ich will das jetzt hier nicht nochmal hundertprozentig zeigen, nur grob, damit du weißt, was am Stüssel ist oder wie das am Stüssel ist. Hier, ihr seht selber, vielleicht sieht man mich durch, minimal kann man mich durchsehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wegen Qualitätsmangel ist oder ob das normal ist. Auf der Rückseite sieht man dieses Logo auf dem Nackenbereich oder Rücken-Nackenbereich. Ne? Der einen gefällt es, der andere nicht. Ich muss sagen, sieht okay aus, ja. Schwarzer Bademantel ist auch korrekt. Und ja, keine Ahnung. So, von vorne. Guck mal, das sieht gar nicht aus. Ich muss das eigentlich tragen, aber das passt mir jetzt leider nicht. Sonst hätte ich das wirklich wie Model gezeigt. Da ist das Logo auf der Brustseite. Hier ist eine kleine Tasche. Ne, da kannst du deine Hände reintun. Und ja, keine Ahnung, guck mal. So, warte mal. Sieht das so aus, Alter. Ja, sieht eigentlich bei mir richtig reingeschissen aus. Guckt andere Unboxings, da werde ich es ein bisschen besser erklären. Oder guckt bei Schwester Eva auf der Seite. Ja, dann siehst du es auch besser. Keine Ahnung. Hier auf dieser Seite ist auch so eine Tasche mit dem Aufdruck. Und ja, im Großen und Ganzen ist okay. Schöner Bademantel, kann man anziehen, wenn man wirklich das braucht. Ja, keine Ahnung. Ärmel sieht so aus. Diese Weiß-Dingsbums geil von innen. Ist genau das gleiche. Also ja, keine Ahnung. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Aber das fusselt sehr. Also das fuckt mich ein bisschen ab. Das hat zu viel Fusseln. Da musst du erstmal mit Fusselroller drüber einmal. Ansonsten, schönes Ding, schöner Bademantel, kann man nehmen. Die Box ist auch groß. Also ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich so groß ist. Wegen dem Bademantel hätte ich gedacht, die haben das ein bisschen kleiner jetzt gemacht. Aber keine Ahnung. Aber sieht ja schick aus. Kann man auch in die Vitrine stellen, definitiv. So. Wenn man es zum ersten Mal aufmacht, ja, da ist ja gar nicht so viel drin. Okay. Das ist geil. Schlüsselanhänger mit Schellen. Guck mal. Das ist geil. Also das gefällt mir sehr. Einfach ein Schlüsselanhänger mit Handschellen. Das ist ja schön, wirklich was Schönes. Also das feiere ich sehr. Kann man es auch aufmachen? Das wäre ja der Highlight. Ja, Tatsache. Man kann es ja aufmachen.
Da kann man seine Wurst da reinpacken. Oder seine Hände. Oder seine Finger, meine ich. Hände würde jetzt nicht passen. Vielleicht bei Säuglingen. Vielleicht. So, warte, ich mach wieder rein. Oh, das war zu. Oh, ah, es geht durch. So sieht's aus. Ne, zap, zap, mäßig. Gefällt mir sehr. Schöner Schlüsselanhänger. Leider kein Schlüssel am Start. Aber braucht man auch hier nicht eigentlich. Aber trotzdem, gefällt mir. QVC für Arme, so sieht es aus. Ne, schreib deine Meinung in die Kommentare, wie du kleine Schlüsselanhänger gefällt. Ne? Schön, schön. Instrumental-CD. Das gefällt mir sehr. Ist auch am Start. Wow. Schwester Eva hat dafür wirklich gesorgt, dass hier eine instrumentale CD am Stüssel ist. Das gefällt mir sehr, Freunde. Die Instrumental-CD, ne, von Aaliyah. Wow. Wie viele Tracks sind die hier? 16 Tracks. Schreib gerne deinen Lieblingssong in die Kommentare, falls du das Album gecheckt hast. So. Das letzte, ne, vorletzte Boxinhalt. Das Album mit dem Cover. Ne, ich muss sagen doch, das Cover gefällt mir. Schreib mir mal deine Meinung auch in die Kommentare. Wie findest du das Cover? Wie findest du den Bademantel, falls du ihn gerade anhast? Findest du ihn weich, schön, elegant? Da kannst du auch deine Meinung mal hier unter den Kommentaren hinterlassen. Ja, was soll ich zum Album sagen? Super Ding. Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung. Ich muss sagen, Schwester Eva, wirklich einer der wirklichen Frauen im Rap-Game, die ich eigentlich feier, muss ich sagen. Ja, doch. Die ist ja schon lange dabei, am Stisse die Diesel. Und ja, ich feier die. Immer noch. Heute immer noch. Und ja, keine Ahnung, was soll ich noch sagen? Ich feier die. Schöne Grüße auf jeden Fall. Falls du das Unboxing im Knast siehst, liebe Grüße geht raus. Ich hol dich da raus. Auf jeden Fall schöne Bilder. Kann man nehmen. Und ja, rein in die Olga. Leider kein Poster am Start, aber dafür haben wir was noch Feineres. Und zwar, jetzt geht's los. Ach doch, wir haben ein Poster. Sorry. Den Poster und noch Sticker. Ey, das sehe ich erst jetzt. Das war alles dahinter versteckt, Freunde. Dann fangen wir erst damit mal an. Ach so, so welche Sticker. Und zwar dreimal Schwester Eva Aaliyah Sticker. Ne? Und dreimal Free Eva Sticker. Ne? Moment. Free Eva. Das ist geil. Und dreimal dieses Logo. Keine Ahnung, Mann. Wie hieß das Logo? Schreib in die Kommentare. Auf jeden Fall 9 Sticker. Und noch ein Poster. Das habe ich gar nicht gesehen. Jetzt gucken wir das mal an. Oh la la. Sogar zweiseitig bedruckt. Okay. Einmal dieses wunderschöne Bild. Du weißt, was zu tun ist. Du weißt jetzt, was zu tun ist. Ne? Übers Bett hängen kannst du dir das, ne, mein Freund. Und du weißt, Lotti Carotti, Arriba. Du weißt, was der Hase läuft. Du weißt, was der Hase läuft. Du weißt, was der Hase läuft. Ah, egal. Auf jeden Fall, du weißt, was zu tun ist. Ne? Sieht schön aus. Schöne Bilder. Aber Freunde, jetzt kannst du dein Lotti Carotti noch mehr aufstisseln. Und zwar, wir haben einen Schwester Eva Kalender. Jawohl, dieses Jahr ist der Kalenderzeit oder was? Kalender-Time. Auf jeden Fall, da freue ich mich jetzt mal, einen Blick zu werfen. Okay. Hoppala, ich bin schon gegen Mikrofon geknallt, sorry. Es fängt mit Februar an. Warum fängt er mit Februar an? Ah, weil das Album Januar kommt. Okay, geil. Es fängt mit Februar an, Freunde. Guck. So, zap, zap. Februar. Weiter geht's. März. Das ist geil. Und auf der anderen Seite ist das Bild ein bisschen größer. Also das ist schon cool. Wenn man es in klein hat, hier, ne, zum Beispiel dieses Bild, dann machst du weiter. Und dann die nächste Seite ist der größer, das Bild. Und schöner so. Und immer so weiter. Ne, was haben wir jetzt? Mai. Mai sieht so aus, dann kommt der hier in groß. Da haben wir jetzt nach Mai kommt, genau, Juni. Sieht auch schön aus. Und weiter geht's hier auf der Seite in groß. Wow. Juli. In groß auf der anderen Seite, ne? Weiter geht's, so zack, zack, und haben wir schon September, sieht auch schön aus. Weiter geht's, Oktober, weiter geht's, November, sieht gut aus, und das Bild haben wir als Poster, Dezember, und jetzt kommt Januar eigentlich, genau, aber 2021 müsste das sein. Ja, und hier, ja, hier steht Release Date,
von Kurva und Alia. Release Date. Oh, ist das okay? Krass. Hier wurde alles, wie heißt das? Reingezeichnet oder was? Das wäre cool, wenn Geburtsdatum von Schwester Eva hier. Ach, Tatsache. Auf den jeweiligen Seiten, die Schwester Eva hat, Festnahme, November. Hier steht das immer drauf. Paar Sachen. Also kleiner Easter Egg mäßig. Jetzt kann ich dir nicht noch eine Seite zeigen, aber egal. Für die Boxkäufer, ihr könnt das in Ruhe reinziehen. Zum Beispiel hier, Moment. Auf der Seite, das ist jetzt Oktober, müsste sein. Hier steht Realität, Release-Datum. Da hat ihr das so rot eingefärbt. Das ist geil. Das sind so kleine Easter Eggs am Stüssel, wenn du das benutzt, das Kalender. Auf jeden Fall, wenn du es alleine gekauft hast, zieh dir das rein, häng das auf, dann siehst du ein paar Easter Eggs am Stüssel, so mäßig ist. Und ja, ansonsten, schönes Kalenderchen kann man nehmen, finde ich schön. Und ja, schreib deine Meinung in die Kommentare, ich will das Unboxing nicht in die Länge ziehen. Schönes Ding, alles Gute an Schwester Eva, Free Eva. Und ja, zieh dir Alia rein. Und ja, ansonsten, schreib deine Meinung in die Kommentare, euer Fatih.